Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Daniel von der Dog University. Ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater. Und in diesem Video geht es mal um das Kontakthalten des Hundes. Oder man könnte auch sagen, es geht darum, dass der Hund nicht vorlaufen soll. Ich möchte einmal kurz darauf eingehen, weil es gibt durchaus Menschen, die haben die Ansicht, dass wenn der Hund vorläuft, er automatisch nicht bei seinem Halter ist. Das ist dann oft so, die sagen, naja, okay, der Hund läuft vor und man sieht nur noch den Hintern und so weiter. Und ich würde das durchaus ein bisschen differenzierter betrachten, weil meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht so. Wenn man das sich genau anschaut, dann gibt es ganz, ganz viele Hunde, die trotzdem den Kontakt zum Halter halten. Das heißt, sie drehen sich um, sie behalten den Halter im Blick. Man sieht also immer wieder, wie der Kopf nach links oder nach rechts geht, wie sie sich am Halter orientieren. Aber das Ganze passiert halt einfach eben nur auf Distanz. Also der Hund läuft vielleicht ruhig mal 5, 10 Meter vor, er hat aber seinen Halter trotzdem im Blick. Und dann ist es für mich durchaus ein Hund, der Kontakt hält. Auch wenn der Radius etwas größer ist, da reden wir über Radiustraining, was letztendlich wieder eine andere Sache ist. Wichtig bei der Geschichte ist mir nur, oder wären wir als Trainer sozusagen, nur, dass der Hund dann unter Kontrolle ist. Also wenn ich meinen Hund vorlaufen lasse, wenn er 10 Meter vor mir läuft, rein theoretisch, dann muss ich mir sicher sein, dass ich den Hund in jeder Sekunde abbrechen kann, dass der Rückruf zu 100% funktioniert und ich würde auch darauf achten, wo ich bin. Es ist für mich natürlich ein wahnsinniger Unterschied, ob ich jetzt irgendwo in den Alpen unterwegs bin oder in einem großen Wald, wo ich weiß, okay, das funktioniert und ich kann meinen Hund zurückrufen und da hat er einfach diesen Radius, oder ob ich jetzt in einem kleinen Park bin, wo viele kleine Ecken sind und Kreuzungen, wo gegebenenfalls andere Menschen oder andere Hunde kommen können. Da würde ich meinen Hund natürlich nicht großartig nach vorne laufen lassen. Ich zeige euch jetzt aber mal eine Übung, womit ihr das Kontakthalten trainieren könnt, beziehungsweise womit ihr ganz einfach trainieren könnt, dass euer Hund nicht nach vorne läuft, sondern dass er ungefähr so auf der Höhe bleibt, auf der ihr auch seid. Das kann für Spaziergänge sehr entspannt sein. Das, was ihr da machen müsst, ist relativ einfach, nämlich dreht ihr euch immer um, wenn der Hund an euch vorbeizischt und nach vorne geht, dreht ihr euch um, wechselt die Richtung und wenn das konstant gemacht wird, wird der Hund irgendwann da keine Lust mehr drauf haben und wird automatisch nicht mehr vorlaufen und hier in dem Bereich bleiben. So, ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das meine. Ich habe hier den Luis neben mir und wir gehen jetzt einfach mal los und dann schauen wir mal, was er macht, ob er vorläuft. Also er hat mich eigentlich immer ganz gut im Blick. Er hat auch viel Radius, okay. Aber ich zeige es euch trotzdem mal, was man da so machen kann. So, ich brauche jetzt auch gar nicht viel mit dem Hund reden oder eben irgendwas sagen. Ich kann eigentlich nur hier lang gehen und er hält jetzt schon relativ schön den Radius. Guckt mich an, kann auch umdrehen. Also der Luis kennt das jetzt so ein bisschen schon, aber er bleibt halt eben jetzt bei mir, er hält den Kontakt. Wichtig bei der Sache ist auch, dass ich mich jetzt nicht am Hund orientiere, das heißt, dass ich mich nicht immer umdrehe und nach ihm gucke, sondern dass ich geradeaus gucke. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich orientiere mich nicht am Hund, der Hund orientiert sich an mir. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Ja, also er macht das jetzt gut. Was ich damit meine, ist, dass es jetzt ein Fehler wäre, wenn der Hund mal ein Stückchen zurückbleibt oder irgendwas, wenn ich jetzt stehen bleibe, wenn ich nach hinten gucke, wenn ich mich jetzt so zum Hund hin orientiere, dann gucke ich immer auf den Hund. Das machen ja viele Halter, die laufen, gucken dann, was macht er da. Und das ist einfach eine Orientierung vom Halter am Hund. Und ich möchte einen Hund, der sich am Halter orientiert. Ja, übt das einfach ein bisschen. Wenn ihr das konsequent umsetzt, könnt ihr damit sehr, sehr schön eine Orientierung an euch herstellen.
Und das hat auch ein Hund normalerweise innerhalb weniger Tage verstanden. Man kann das wirklich schön beobachten, dass die Hunde dann viel, viel engeren Kontakt zum Halter halten. Und das führt letztendlich dann auch oft zu wesentlich entspannteren Spaziergängen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier kommen noch jede Menge Videos zum Thema Hundetraining und zur Hundeverhaltensberatung. Bis dann, euer Daniel.